wird angeboten, was das Kifferherz begehrt. Und das völlig legal. Besuch im Chillhouse-Shop in Berlin-Friedrichshain. Wasserpfeifen und sogenannte Bongs in allen Größen und Variationen. Lange Blättchen. Die kleine Pfeife für zwischendurch. Wagen und Plastiksäckchen für die geringe Menge. Im Shop natürlich nur mit Tee befüllt. Dazu noch Anleitungen und Utensilien für den perfekten Heimanbau von Hanfpflanzen. Und für den wahren Liebhaber gibt es auch süßen Knabberhanf. Im Chillhouse bekommen Cannabiskonsumenten also alles, was man zum Kiffen braucht. Außer das, was man zum Kiffen braucht, denn das ist ja verboten. Auch das haben wir in dem Laden bekommen. Hanfschokolade mit 6% gerösteten Hanfsamen oder auch Hanftee aus kontrolliert biologischem Anbau. Bitte auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, das zu rauchen. Also warum sollte man auch Tee rauchen? Aber es enthält eh keine sinnenvernebelnden Substanzen. Die Diskussion um die Freigabe von Cannabis begleitet uns seit Jahrzehnten. Jetzt ist sie wieder da, seit die Linkspartei die Einrichtung von sogenannten legalen Kifferclubs gefordert hat. Drogenfrei oder freie Drogen? Kiffen ohne Strafe? Das ist unsere Frage heute bei Klipp und Klar. Herzlich willkommen. Und hier sind unsere Gäste. Frank Tempel, der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, ist gegen strenge Verbote. Er sagt, eine Liberalisierung würde einen verantwortlichen Umgang mit Cannabis ermöglichen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Stefanie Vogelsang, die CDU-Bundestagsabgeordnete, widerspricht. Der Vorschlag der Linkspartei ist gefährlich, denn Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Herzlich willkommen. Rolf Zacher, der Schauspieler, ist für eine Cannabis-Freigabe ab 21 Jahren. Er sagt, Kiffen macht niemanden kaputt. Alles, was man zu viel macht, macht einen kaputt. Guten Abend. Guten Abend. Wolfgang Büscher, der Autor und Sprecher des Kinderhilfswerks Die Arche, ist strikt gegen Kifferclubs. Damit würde Kindern suggeriert, dass Kiffen nicht gefährlich sei. Herzlich willkommen. Hans-Christian Ströbele, der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, hatte dank Stefan Raab sogar einen Hit in den Charts. Gebt das Hanf frei und zwar sofort. Guten Abend. Herr Ströbele, wenn ich mich recht erinnere, war dieser Song oder dieser Ausspruch, der in dem Song verwendet wurde von Ihnen, aber gar keine Forderung nach der Legalisierung von Cannabis. Naja, da haben Sie recht. Das war eine Rede von mir, die ich auf der jährlichen Hanfparade in Berlin gehalten habe, oben auf dem Wagen stehend. Und da hatte die Polizei vorher eine ganze Reihe von Hanfpflanzen, die an den Wagen außen angebracht waren, beschlagnahmt. Und ich habe gesagt, die sollen sie wieder rausgeben, weil dabei handelte es sich um ganz legalen Hanf. Es wird ja auch in Brandenburg Hanf angebaut, also nicht zum Kiffen, sondern für die guten Zwecke, die Sie hier genannt haben. Es gibt ja auch Hanfkleider, ich trage zum Beispiel Socken oder Jeans oder sowas von Hanf. Und da habe ich dann diesen Satz gesagt, oben vom Wagen runter zu der Polizei hin, die da gegenüber stand, gebt das Hanf frei und zwar sofort. Und das hat der Stefan Raab irgendwo im Fernsehen mitgekriegt und hat da so einen Song draus gemacht. Sie tragen ja auch den Spitznamen Hanf-Christian Ströbele, haben aber selber nie gekifft. Warum eigentlich nicht? Wissen Sie, ich habe mit Hanf und Leuten, die Hanf oder auch andere Drogen zu sich nehmen, also Bier, Schnaps, Sekt, Zigaretten oder auch schlimmere Sachen, habe ich mein Leben lang zu tun gehabt als Rechtsanwalt. Und ich habe direkt in meiner Nähe so viele Schicksale miterlebt, Leute, die ich verteidigt habe, dass ich gesagt habe, das muss ich nicht machen. Frau Vogelsang, Sie verteidigen die jetzige Rechtslage, aber ist es wirklich sinnvoll, dass der Erwerb von Cannabis illegal ist, aber das zu sich nehmen dann doch wieder legal? Ja, so ein bisschen erscheint dann ein Widerspruch. Aber ich glaube schon, dass wir über das Betäubungsmittelgesetz und über die Festsetzung, dass wir Cannabis nicht als legale und als gesellschaftsfähige Einheit hier bei uns haben wollen, da richtige Signale setzen. Herr Tempel, Sie haben als Polizist gearbeitet. Wann war der Punkt gekommen, als Sie gesagt haben, irgendwas mit unserer jetzigen Rechtslage läuft da schief?
Ja, das war eigentlich die tägliche Praxis in der Arbeit. Also ich bin im Prinzip Teil des gescheiterten Versuchs gewesen, ein Verbot von Cannabis durchzusetzen. Sehr viel Arbeit für einen Papierkorb, sehr viel Arbeit, wo man bei der Aufnahme schon weiß, das Verfahren wird eingestellt. Ein enorm hoher Anteil, weit über 90%. Und irgendwo war das alles für die Katz, was man machte. Nennen Sie doch mal ein konkretes Beispiel, was Ihnen da widerfahren ist als Polizist. Ja, zum Beispiel, also Tütchen mit Restanhaftung führt zu einer Strafanzeige. Der Jugendliche guckt einen an und sagt, wieso, Konsum ist doch straffrei. Da muss ich ihm sagen, aber Besitz und Erwerb nicht. Und wenn er sagt, und mein Vater trinkt eine Flasche Braun, warum ist das nicht straffrei? Dann sage ich ja, weil es im Gesetz steht. Herr Zacher, wie schwierig war es für Sie eigentlich früher an Cannabis heranzukommen? Das war ja in den 70er Jahren, das haben wir alle geraucht. Also ich meine, ich habe das mit den Stones geraucht, mit Jimi Hendrix zum Beispiel. Aber auch da gab es das ja nicht im Supermarkt, wo haben Sie das herbekommen? Nee, das gab es ja überall dann. Also das war ja irgendwie so, genau wie in Amerika. Das hat ja irgendwie, das ging dann seinen Weg einfach. Das hat man überall gekriegt, ja. Herr Büscher, Sie werden das von den Kindern wissen, mit denen Sie zu tun haben. Wer kiffen möchte, der kommt an das Zeug ran. Also da bringt das Verbot ja gar nichts. Nein, das ist schon richtig. In Berlin ist es relativ einfach, natürlich alles zu kaufen. Ich wohne mitten in Weißensee, wenn man da durch die Kneipen läuft. Es ist sehr einfach. Ich war aber heute Morgen in einer Arche in Berlin-Reinickendorf. Ich habe über die Sendung heute mit der Arche-Leiterin dort gesprochen. Und die hat zu mir gesagt, dass immer mehr 11-, 12-Jährige bei uns schon anfangen, regelmäßig eben auch zu rauchen. Und die allgemeine Verfügbarkeit, dieser Gedanke, das Zeug kriege ich legal, das liegt irgendwo zwischen Butter, Brot und Mineralwasser, das ist eigentlich das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte. Frau Vogelsang, aber wenn Sie das hören und 11-, 12-Jährige kriegen das heute schon, dann funktioniert doch das Verbot nicht. Das ist ja wie so häufig bei Verboten, die wir haben. Uns mangelt es an Personal, die Verbote auch durchzusetzen. Das sehe ich äußerst kritisch. Und vielleicht müssen wir da eine Schippe nachlegen, ja. Das ist eine Schippe nachlegen. Also Sie können die, wir haben in Ostthüringen eine Gruppe gebildet, 13 bis 15 Beamte, die nur durch die Gegend gezogen sind und Jugendliche kontrolliert haben. Die Folge waren zwar mehr Anzeigen, eine Pressereaktion in Drogenproblemen in Ostthüringen. Das ist alles, es ist Murks. Wir haben einen großen gefährlichen Schwarzmarkt mit den gefährlichen Auswirkungen, dass es eben keinen Jugendschutz, keinen Gesundheitsschutz, keinen Verbraucherschutz gibt. Und wenn gesprochen wird darüber, dass gerade immer mehr Kinder, Jugendliche auch dazu greifen, dann ist das halt eine Folge. Es ist leicht zu bekommen, aber Jugendschutz, der Schwarzmarkt ist brutal. Der ist brutalster Kapitalismus. Und da spielt keine Rolle, wie alt der Kunde ist. Deswegen ein geregelter Eigenverbrauch für den Erwachsenen, für den, der auch ein bisschen Herr seiner eigenen Gesundheit ist. Und dafür aber Regularien, Ansatzmöglichkeiten überhaupt für den Jugendschutz. Das ist ja das Eigentliche, was wir damit auch bezwecken. Es gibt ja, der Schwarzmarkt ist wirklich in der Richtung brutal. Der fragt nicht, ob man 14 ist oder 18. Wo fängt der Erwachsene an? Mit 16, ja. Mit 17, mit 15, das mit 18? Das ist ja nicht ein Schwarzmarkt. Das ist ein krimineller Markt. Das ist eine Kriminalitätsszene, wo alles, was in solchen Szenen ist, auch Heroinszene und so, was da grassiert, von Erpressung bis zu Vergewaltigung, alles in diesem Markt. Das ist deshalb, weil es illegal ist. Wenn es legal wäre, wäre es völlig anders. Sie haben das Beispiel in den USA, damals mit Alkohol in Chicago. Da blühte das Verbrechen. Genau. Al Capone wäre nie was geworden in den USA, wenn man nicht den Alkohol dort unter Strafe gestellt hätte. Alkoholprohibition. Das heißt, das Schlimme ist, dass man die Kinder an diese kriminelle Szene ranbindet. Und so schnell hat sie Herr Ströbele überzeugt. Das überrascht mich jetzt aber. Nein, Herr Ströbele hat mich überzeugt. Aber was man in der Tat nicht unterschätzen darf, ist, und das haben wir auch in anderen Bereichen gesehen, dort, wo die Kinder sehr leicht und sehr schnell herankommen, wo sie den Eindruck haben, guck mal, das ist doch legal, das kann ich eigentlich überall kaufen. Ich habe selber Angst, dass, wenn es solche Clubs gibt, eben auch ein Erwachsener, ein 22-Jähriger, das Zeug mit rausnehmen kann. Gibt es ganz legal Kindern, kleineren Kindern, die das ganze Zeug schon rauchen. Wir sehen das eigentlich in den Archen, muss ich sagen. Nicht nur in Berlin, auch in München, in Hamburg. Ist aber schwierig. Jeden Tag. Und das ist eigentlich das Schlimme, wenn Sie sehen, wie Kinder, die vor allen Dingen aus sozial schwachen Familien, ich rede nicht von den Grunewald-Kiffern, die das alle drei
Monate mal machen und dann eine Gänsehaut bekommen, weil sie denken, sie werden Revolutionäre. Ich rede von den Kindern, die aus armen Familien kommen, aus sozial schwachen Familien kommen und die das machen aus Frustbewältigung. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Dass man das Ganze entkriminalisiert, ist richtig. Ja. Herr Zacher, lassen Sie mal Herrn Zacher dazu was sagen. Der wollte sich nämlich gerade einmischen. Und ich meine, die Sache muss eigentlich entkriminalisiert werden. Genau. Und entmystifiziert, dass die Leute überhaupt wissen, was das ist, was Cannabis überhaupt anrichtet. Ich bin ja nicht fertig. Es geht ja darum, dass es zum Beispiel auch Medikamente inzwischen gibt. In Amerika haben sie vor ein paar Jahren, da haben sie Medikamente angefangen gegen Depressionen, gegen mehrere Dinge. Und darum geht es ja eigentlich, dass die Kinder, ich meine, das ist natürlich so eine Sache mit den Kindern, die rauchen ja auch heute auf den Schulhöfen schon. Das müsste sowieso nur sein ab 21, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Da ging zum Beispiel die Quote runter, dass so die harten Drogen gingen um 70% runter. Und die jungen Leute haben nur geraucht da. Herr Zacher, nach dem, was Sie gesagt haben, guckt Frau Vogelsang so grimmig. Ich gucke die ganze Zeit schon, weil das ist ja nicht ein Spiel. Es geht ja um die Gesundheit von Kindern. Und es geht um die Gesundheit von erwachsenen Menschen. Und da darf man nicht einfach so irgendwelche Gerüchte unbehauptet oder unbewiesen hier hinstellen. Also es trifft nicht zu. Nein, ich kann Ihnen doch hier Herr Zacher, Ihren Charme habe ich vorhin genossen. Jetzt genießen Sie meinen und lassen mich bitte aussprechen. Gerne. So, es trifft einfach nicht zu, dass der Anstieg von Konsumenten von Cannabis im Alter von 12 bis 21 gestiegen ist. Seit 2004 nimmt es deutlich ab. Die jugendliche Gruppe hält es mittlerweile für uncool. Es ist kein großes Thema mehr in diesem Bereich. Zweitens haben wir eine Verfestigung von Leuten, die Cannabis ganz hart konsumieren. In dem Alter der jungen Erwachsenen, so 25, 28, 30, wo es ein ganz echtes, schweres gesundheitliches Gefährdungspotenzial ist und wo die Menschen an die Ecke gedrückt werden. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Verhaltensprävention, die da sagt, dass man auch repressive Maßnahmen ansetzen muss und sie mit Erfolg ansetzt, in dem Bereich, in dem man Gefährdung von Menschen hat, richtig ist. Warum nimmt denn der Konsum da, wo man weniger repressiv, also nur mal zu den Zahlen, Deutschland gibt 1,6 Milliarden nur für den repressiven Teil aus. Das ist 84% überhaupt des Budgets bei drogenpolitischen Maßnahmen und 43% des europäischen Verbrauchs an repressiven Mitteln. Also Deutschland gibt fast die Hälfte des europäischen Aufkommens in repressiven an repressiven Maßnahmen auf. Und wenn wir uns ein bisschen vergleichende Zahlen angucken, pro Kopf hat Holland nicht mehr Cannabiskonsumenten wie Deutschland. Warum, wenn es denn so ist? In der Schweiz ist man von der Straftat weggegangen zu einer Ordnungswidrigkeit. Das sind Zahlen verglichen der Gesundheitsministerien Deutschland und den Niederlanden. Die werden schon irgendwo auch wissen, was sie aufschreiben. Gerade wenn es um die Rechtslage geht, habe ich eine ganz konkrete Frage. Und zwar habe ich die konkrete Frage an Herrn Zacher. Wissen Sie eigentlich, wie viel Cannabis Sie bei sich haben dürfen, dass das von der Polizei noch toleriert wird? Ich rauche das ja nicht mehr. In welchem Bundesland? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz spannend. Diese Rechtslage durchschaut nämlich niemand so richtig. Und sie ist auch wirklich ziemlich kompliziert. Versteht auch kaum einer, den man in der... Der Besitz geringer Mengen Cannabis wird in Deutschland juristisch üblicherweise nicht verfolgt. Aber die Bestimmung einer geringen Menge ist Ländersache und da gibt es große Unterschiede. So bleibt man in Berlin mit bis zu 15 Gramm normalerweise straffrei. Im Nachbarland Brandenburg werden nur 6 Gramm toleriert und in Mecklenburg-Vorpommern nur noch 5 Gramm. Bekifft Autofahren ist übrigens überall verboten. Frau Vogelsang, wäre hier eine klare Linie des Staates nicht besser, damit jeder weiß, ab hier wird es gefährlich? Weil wenn ich höre 6 Gramm, 15 Gramm, 20 Gramm. Ja, Polizeiangelegenheiten sind grundsätzlich Länderangelegenheiten. Man darf überhaupt keine Menge bei sich haben. Ich sage ja toleriert. In keinem einzigen Land. Es wird ja toleriert. Und es wird in den Ländern unterschiedlich toleriert. Das finde ich auch nicht so klasse. Ist aber ein Ergebnis unserer föderalen Ordnung. Das ist das Ergebnis eines Bundesverfassungsgerichtsurteils. Vielleicht müssten sich die Länderpolizeipräsidenten oder die Länderinnenminister mal auf einen einheitlichen Satz. Aber wie wäre denn, Frau Vogelsang, wenn Sie sagen, auf einen einheitlichen Satz verständigen, wie wäre der denn, mit dem Sie sich anfreunden könnten? 0,0.
Also, ja, was machen Sie denn jetzt dann, mit denen, die 5 Gramm? Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 entschieden, aus guten Gründen, dass der Konsum, die Verfolgung einer Strafverfolgung einer geringen Menge nicht verhältnismäßig ist. Staatliches Handeln, das habe ich als Polizist gelernt, muss immer, wenn es in die Grundrechte von Bürgern eingreift, verhältnismäßig sein. Also geeignet, erforderlich, angemessen. Das ist zu prüfen. Das ist also nicht so eine Gefühlssache. Und da hat das Bundesverfassungsgericht 1994 entschieden, da haben sie auch übrigens was zu dem Thematik Einstiegsdroge gesagt, hat entschieden, dass bei geringen Mengen eine Strafverfolgung unverhältnismäßig ist. Geregelt wird es seitdem mit dieser etwas abstrusen Regelung, dass die Justizministerien der Länder festlegen per Verordnung, was jetzt drin ist. Einfacher wäre es zu sagen, wir schreiben diese geringe Menge ins Betäubungsmittelgesetz rein. Und das wollen Sie ja machen, Herr Tempel. In Ihrem Gesetzentwurf stehen 30 Gramm. Warum nicht 20 also wenn oder 50? 15, oder? Wenn die anderen sagen, bei 15 unterschreiben wir, dann machen wir bei 15. Wichtig ist, dass wir aber das den klingt Konsum jetzt nicht nach einer wissenschaftlich fundierten Aussage. Also ich konsumiere das nicht. Ich kann nicht sagen, was jetzt direkt zum Eigenbedarf ist. Da haben wir einfach Zahlen genommen, die auch in Fachkreisen dann kursieren. Wichtig ist doch, dass der Konsum tatsächlich, wie es das Verfassungsgericht sagt, tatsächlich straffrei ist. Dann kann es aber nicht sein, dass man in Thüringen von einem Kommissar Tempel, der da draußen Kontrolle macht, bei einem Tütchen mit Restanhaftung mit Cannabis ein Strafverfahren kriegt. Was bei einem jungen Mann, der ein Bewerbungsgespräch eventuell bei der bayerischen Polizei hätte und das Ding eingestellt hat, dazu führt, dass er nicht in den öffentlichen Dienst kann wegen einem offenen Verfahren, unabhängig von einer geringen Menge. Ein offenes Verfahren wegen Betäubungsmittelstrafrecht, während seine beiden Kumpels, die blitzeblau waren und Alkohol getrunken haben, sich weiter ordentlich bewerben können im öffentlichen Dienst. Das ist die rechtliche Unklarheit und viele gucken ganz groß und sagen, wieso, der Konsum ist doch straffrei. Und dann muss ich sagen, der Besitz aber nicht. Herr Büscher, auch an Sie noch mal die ähnliche Frage. Wäre es nicht gut, wenn die Jugendlichen einen Anhaltspunkt hätten und nicht, egal ob sie jetzt nur in Potsdam oder Berlin sind, ach naja, das geht noch, das ist noch in Ordnung? Ja, was in der Tat schlimm ist, das haben wir... Deswegen ist das für uns ein sehr ernstes Thema, wenn wir mit Pädagogen, mit Mitarbeitern zusammensitzen und darüber diskutieren. Das haben wir vor der Sendung zum Beispiel heute Morgen gemacht. Und wir sehen bei uns Jugendliche, die mit 15, 16, 17 Jahren schon Vorstrafen haben, die kaum eine Chance haben, im Beruf angenommen zu werden. Das ist natürlich sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, da schaffen wir irgendwelche Stuben und dann ist das ganze Problem gelöst. Ich glaube schon, dass wir sehr intensiv darüber nachdenken müssen, dass wir diese jungen Menschen vor allen Dingen entkriminalisieren. Das ist ein sicherlich wesentlicher Punkt. Ich bin mit Jugendlichen oder habe mit Jugendlichen zusammengesessen in einer der Archen, ich glaube, es war kürzlich in München, und da erzählte mir dann jemand, du, ich bin schon 3 oder 4 Mal mit Drogen erwischt worden, ich habe nie mehr eine Chance, eine vernünftige Berufsausbildung zu machen. Das ist schlichtweg eine Katastrophe, das ist falsch, da müssen wir was ändern. Ich weiß nicht, ob die Lösung dann alleine Kifferstube ist. Ich glaube, wir müssen verstärkt in diese Diskussion eintreten, um wirklich im Sinne der Kinder auch was zu tun. Wissen Sie, aber es reicht ja nicht, den Besitz zum Eigenverbrauch straflos zu machen. Irgendwo müssen die das ja herkriegen. Das heißt, ob sie 5 Gramm oder 15 Gramm oder 30 Gramm herkriegen, das heißt, sie müssen immer zu jemand gehen, der eigentlich ein Hochkrimineller ist. Also einer, der damit handelt, der geht ja ins Gefängnis, wenn er erwischt wird. Das heißt, sie kommen immer an die Person, an die Szene ran, die damit handelt, die das anbaut, die das einführt, im Großen oder im Kleinen handelt. Und da sind Freiheitsstrafen fällig von 8 Monaten, 2 Jahren oder, wenn es häufiger passiert, noch mehr. Den letzten Fall, den ich als Anwalt gehabt habe, das ist jetzt schon einige Jahre her, da hat einer, der sich selber das zu Hause in seiner Badewanne mit so einem Scheinwerfer angebaut hat, zu Hause für den Eigengebrauch, der hat 8 Monate ohne Bewährung dafür gekriegt. Er hat nichts anderes gemacht, als das angebaut. Das heißt, aber Sie finden, das ist okay, dass er das macht. Die können das ja besitzen. Herr Ströbele, Sie müssen es irgendwo herkriegen. Sie finden das okay, dass der das bei sich in der Wanne mit einer Lampe anbaut? Ich sage, das muss entkriminalisiert werden. Ja. Die Drogen müssen nach ihrer Gefährlichkeit behandelt werden. Und da steht Alkohol und Zigaretten viel, viel höher in der Gefährlichkeit als Cannabis oder Hanf.
Wie kommen Sie auf so ein Zeug, Herr Schröbele? Herr Schröbele, das ist eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, dann sage ich Ihnen das mal. Also, am Alkohol sterben pro Jahr an den Folgen des Alkohol. Müssten Sie als Gesundheitspolitikerin wissen. Ja, das weiß ich. Und das ist 60.000 Menschen in Deutschland. Herr Schröbele, über das Thema Alkohol würde ich gerne noch reden. Aber an Cannabis ist noch niemand gestorben. Das müssen Sie doch mal zur Kenntnis nehmen, dass da ein riesiger Unterschied ist. Und jetzt lassen wir doch mal der Bevölkerung das nicht sagen. Frau Vogelsang, Herr Tempel, Herr Schröbele, wir haben hier drei Politprofis. Und was da inzwischen passiert ist, was die herausgefunden haben. Es geht ja eigentlich nur darum, mir geht es eigentlich darum, dass die Kinder, also wenn das zum Beispiel legal ist, dann kriegen die das in den Cafés und da sind dann nicht die Dealer, die den ganzen Mist verkaufen, die ganzen chemischen Drogen, diese Crystal, oder haben Sie das mal gehört, was da passiert, was da los ist? Davon sterben die Kinder. Darum geht es eigentlich, dass man dieses sogenannte gefährliche Haschisch oder das ist nichts gegen diese ganzen harten Drogen. Herr Zacher, Sie sind da sehr nah an der Realität dran. Wir haben nämlich eine Mail von einem Zuschauer bekommen. Der 25-jährige Philipp aus Berlin sieht als größten Nachteil der derzeitigen Situation, dass es keine Kontrolle von Substanzen gibt. Genau. Drogendealer wirken Cannabis skrupellos mit Zucker, aber auch Blei und Glas strecken. Das ist das Problem nicht nur für den Geschädigten, sondern auch für unser Gesundheitssystem und für die Gesellschaft. Was machen wir dagegen, Frau Vogelsang? Ja, sollen wir jetzt anfangen, etwas Verbotenes zu kontrollieren? Ich will ja wissen, was wir machen. Also wenn wir das in den Griff bekommen oder in die Hand bekommen als die Verfolgungsbehörden, dann hoffe ich doch sehr, dass jeder Polizist, der hier auf den Straßen ist, das Zeug einkassiert und nicht an der Qualität kontrolliert. Also wir könnten die Ressourcen verdreifachen bei der Polizei. Aber Herr Tempel, Frau Vogelsang spricht da natürlich was Spannendes an. In Ihrem Vorschlag sollen ja in diese Kifferclubs sollen ja Jugendliche auch nicht rein. Da sind Jugendliche genauso weit wie vorher. Das Modell, mal kurz, ja. 21, ab 21. Der Körper wächst bis 21 und jedes Genussmittel, was dann eine Droge ist, wenn zu viel genommen wird, das ist ja genau in dem Alter. Das ist, Herr Tempel, ganz konkret, was machen wir mit den 11-Jährigen, mit den 12-Jährigen, mit den 16-Jährigen? Das Problem ist heute in der Realität, in der Praxis, alles was bemängelt wurde, ist ja trotz Verbotspraxis bereits gang und gäbe, gerade in den großen Städten wie in Berlin. Also das ist der Ist-Stand. Wir diskutieren nicht immer, wollen wir Cannabis in der Gesellschaft oder nicht. Wir haben das Zeug schon. Das ist sehr stark rückläufig. Hat aber auch was mit der tatsächlichen Einstiegsdroge Tabak zu tun, wo nämlich ebenfalls ein Rückgang da ist. Nein, das hat was mit erfolgreicher Repräsentativität in der Verhaltensprävention zu tun. Also ihre Bundesdrogenbeauftragte hat festgestellt, Erfolg von präventiven Maßnahmen. Hat sie in der letzten Sitzungswoche ganz groß der Presse vorgestellt. Es ist ein Erfolg präventiver Maßnahmen. Und deswegen sagen wir, der Ansatz, 84% für Repression auszugeben und nur die restlichen 14-16% für Prävention auszugeben, das ist einfach eine falsche Ressourcenverlagerung. Repression ist ein Teil von Prävention. Die nicht funktioniert. Die sehr gut funktioniert, nur nicht perfekt. Wir haben heute... Sie haben den Unterschied, das nehmen Sie mal die Zigaretten, die auch ungeheuer gefährlich sind. Ich will das jetzt nicht ausweiten. Zigaretten werden kontrolliert. Da können Sie zum Beispiel suchtmachende Stoffe nicht reinmachen. Das wird ständig kontrolliert, dass das in Zigaretten nicht drin ist. Oder was hier genannt worden ist, Zucker, Blei und all die Sachen. Das können Sie ja nicht reinmachen. Das heißt, wenn Sie Cannabis, wenn Sie das kontrolliert abgeben würden, dann hätten Sie erstens auch die Kontrolle, dann würde sowas besonders Vergiftendes und Suchtmachendes nicht Kokain? In Verkehr kommen. Da gilt doch dasselbe Argument, natürlich. Nein, Kokain ist viel gefährlicher und Heroin ist auch viel gefährlicher. Hanf und Cannabis, können Sie das nicht mal begreifen, ist viel weniger gefährlich, ist viel weniger gefährlich als die anderen Drogen. Das muss man irgendwann mal zur Kenntnis nehmen. Wo ziehen Sie denn dann die Grenze? Ob es zum Beispiel tödlich ist. Bei Heroin, bei Kokain, haben Sie Kinder, Herr Ströbele? Ich habe keine Kinder, aber ich weiß, wissen Sie, wenn es Ihnen um die Kinder geht, dann würde ich als allererstes mal die Werbung im Fernsehen für Alkohol verbieten oder nicht zulassen. Herr Ströbele, darüber reden wir gleich noch. Wenn es ums Thema Cannabis geht, dann wird und wurde auch heute hier wieder viel gelacht. Aber vielen ist danach dann doch auch nicht mehr so richtig zum Lachen zumute. Ja. Kiffen, bis der Arzt kommt.
Laut Techniker-Krankenkasse mussten im Jahr 2010 rund 5000 Cannabiskonsumenten bundesweit in Kliniken behandelt werden. Jeder zehnte von ihnen hatte eine akute Vergiftung oder vorübergehende psychotische Störungen. Bei 60% der Cannabis-Patienten wurden Abhängigkeiten festgestellt. Herr Ströbele, wir haben es gehört, es werden auch Psychosen ausgelöst. Richtig, es gibt psychotische Störungen und das wollen Sie den Leuten so in die Hand geben? Ich sage Ihnen, Cannabis und Marihuana sind Drogen und sie sind gefährlich. Nur sie sind sehr, sehr viel weniger gefährlich als die anderen Drogen. Exakt. Und wenn wir auf der einen Seite Alkohol, selbst hochprozentigen Alkohol und Bier sogar darüber vor jedem Fußballspiel im Fernsehen Reklame machen, dann ist das eine Sünde gegen die Kinder und gegen die Bevölkerung. Und ich will alle möglichst weit von diesen Giften fernhalten. Und das kann ich am besten, wenn ich Cannabis genauso, ich will ja auch Alkohol nicht verbieten und Zigaretten nicht verbieten, nee, aber das kontrolliert abgeben und versteuert abgeben. Exactly. Nur weil bestimmte gefährliche Sachen erlaubt sind, sollte man andere gefährliche Sachen auch erlauben? Nein. Nein, das ist doch so, wir diskutieren immer so, wollen wir jetzt Cannabis in der Gesellschaft haben oder nicht? Wir haben, also die Zahlen, es sind immer Dunkelziffern, es ist schwierig zu schätzen. Die Schätzungen gehen von 3,5 über 4 Millionen Konsumenten. Die haben wir bei der geltenden Rechtslage bereits. Wir müssen nicht immer so tun, als wollen wir darüber entscheiden, ob wir in unserer Gesellschaft Cannabis wollen. Nur das Problem ist, dass all diese Konsumenten auf einem sehr gefährlichen kriminellen Schwarzmarkt ihre Substanzen beziehen. Ja. Wenn wir sagen, ja, die Entkriminalisierung, die hat natürlich sehr, die Kriminalisierung hat schädliche Auswirkungen, dann müssen wir auch gucken, wenn wir über Entkriminalisierung, wie soll das gehen? Und wer dann auch mal unseren Vorschlag mit dem Clubmodell gesprochen, sich belesen hat und ein bisschen reingeguckt hat, es ist eigentlich der größtmögliche Kompromiss an die, die Ängste davor haben, an diesen Weg. Es ist eine sehr geringe, also der Schweizer Weg wäre vielleicht noch von der Straftat auf eine Ordnungswidrigkeit. Das wäre noch eine andere Stelle. Bleiben wir bei Ihren Clubs, Herr Bischof. Aber was wir bei uns in den Einrichtungen ganz klar feststellen, ist, dass gerade in den Familien oder die Kinder besonders stark kiffen, wo wirklich am untersten Level auch gelebt werden muss, in bildungsfernen Familien, in Familien, die alleine nicht fertig werden, wo die Eltern es alleine nicht schaffen. Und was wir parallel viel stärker machen müssen, ist eine bessere Sozialpolitik. Wir müssen mehr Sozialarbeiter haben, die in die Familien hineingehen, mehr Lehrer, mehr Erzieher, mehr Pädagogen, mehr Ärzte, die in den Schulen aufklären. Das ist viel wichtig letztendlich. Und wenn wir hier ansetzen, wenn wir das gemeinsam schaffen, was wir brauchen, sind mehr Lehrer, wir brauchen mehr Sozialarbeiter. Wir müssen eine einfach bessere Sozialpolitik machen, weil sonst nur so können wir den Kindern helfen. Das andere sehe ich persönlich eher, wenn überhaupt, als eine Notgeschichte, als Notnagel an. Wir müssen versuchen, die Kinder zu erreichen, denn gerade da habe ich mich heute Morgen auch noch mal in der Abfrage einiger Einrichtungsleiter bei uns erkundigt. Gerade in sozial schwachen Familien nebeln sich Kinder zu und die fangen mit 12, 13 an und dann ist es auch wirklich gefährlich. Ja, und genau und darüber würde ich auch. Ganz kurz, also Herr Zacher, 15, Sie wollten auch... Die 15 Beamten, die in Ostthüringen rumrennen und immer die gleichen Jugendlichen kontrollieren und Anzeigen schreiben, die am selben Tag wieder eingestellt werden können. Wenn wir diese Mittel, diese Ressourcen nicht in der Repression versenken, völlig wirkungslos versenken, sondern da, wie vorgeschlagen, verwenden, dann ist wesentlich effektiver, was diesen Slogan, keiner macht den Drogen. Ich denke, den würden wir alle komplett unterschreiben. Aber die Frage ist, eine Frage will ich da stellen. Ja. Gegen was wollen wir eigentlich kämpfen? Kämpfen wir gegen irgendwelche Substanzen? Kämpfen wir gegen die Menschen, die diese Substanzen nehmen? Oder wollen wir gegen die Schäden, die Drogen am Einzelnen und auch in der Gesellschaft anrichten? Und dann ist es für mich ziemlich blind zu sagen, das geht nur mit Verbot und mit Strafe. Sondern da gibt es wesentlich effektivere Mittel, mit denen man in der Gesellschaft ansetzen kann. Und das wollen wir. Und jetzt, wir müssen mal Herrn Zacher zu Wort kommen lassen. Wie kann es denn möglich sein, dass auf dem Schulhof, ich kenne Lehrer, ich habe Freunde, die sind Lehrer, und die sagen, die rauchen ja fast in der Klasse sogar. Die rauchen, der ganze Schulhof dampft. Wie kann das gehen? Das wird geduldet heute. Das wird geduldet. Ja, wieso überall wird das in der geduldet? Stadt. Wenn Sie in Berlin in wirklich normale Kneipen gehen, das wissen Sie auch, ob in Kreuzberg, in Weißensee, am Prenzlauer Berg, und davor stehen heute junge Leute und haben einen dicken Joint und da sagt kein Mensch was, keiner dreht sich um. Es wird sehr unterschiedlich behandelt. Und leider, der verloren hat, der erwischt wird, der wirklich mal erwischt wird, der hat verloren. Also letztendlich ist es heute leider überall geduldet. Ja. Und Frau Vogelsang, jetzt wird alles besser, weil wir einen CDU-Innensenator haben, also von Ihrer Partei. Und jetzt wird es nicht mehr geduldet? Ich hoffe sehr, dass sich da ein bisschen was verändert. Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema. Wenn wir uns den Antrag der Linken angucken,
dann ist ja diese Einrichtung der Shops nur eine Übergangslösung. Nee, das ist ja nur ein Zwischen- also oder Clubs, Entschuldigung. Das ist ein Zwischenschritt, um dann Cannabiskonsum in Gänze zu legalisieren. Genau. Und ich glaube einfach nicht, dass das gut für die Kinder, für die Erwachsenen, für die Menschen ist. Sondern ich bin der felsenfesten Überzeugung, übrigens auch unterstützt durch wissenschaftliche Untersuchungen und durch Erkenntnisse, dass Ihre These, dass Repression und Verbot nichts bewirkt, einfach falsch ist. Wenn wir etwas verbieten, was so gesundheitsgefährdend ist wie Cannabis, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit psychischen Erkrankungen, mit Schulabbrüchen, mit allem drum und dran, der ganzen Folge, die dann kommt. Und dieser Mehr, dass Cannabis nicht als Einstiegsdroge für sämtliche andere schwere Drogen benutzt werden kann. Wie ist mit Schnaps, Alkohol und Zigaretten? Schnaps, Alkohol und Zigaretten sind auch Drogen. Und dazu auch Einstiegsdroge, viel häufiger für über Kokain, Alkohol in andere, Kokain in harte Drogen. Für Heroin das ist doch das nur nicht. Deshalb die Einstiegsdroge. Nein, das stimmt. Droge. Bevor Herr Zacher implodiert, lassen wir ihn kurz zu Wort kommen. Das stimmt einfach nicht, aber meinen Satz bitte noch zu Ende. Gerne. Ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass wir, wenn wir diese repressive Verhaltensprävention aufgeben und Cannabis legalisieren, dass wir dann zu ganz anderen Zahlen kämen, weil die Hemmschwellen weg wären. Und Cannabis schadet. Frau Vogelsang, Sie haben keine Ahnung, Sie haben es noch nie geraucht. Herr Zacher, Sie haben es aber geraucht. Aber weil Sie es geraucht haben, haben Sie Ahnung. Ja, nein, natürlich habe ich Ahnung, weil ich ganz viel darüber gelesen habe. Was haben Sie es nur Frau gelesen, Vogelsang, Sie sprechen ja was Spannendes. Was heißt denn das schon wieder? Hallo, Herr Zacher. Na, intensiv. Tun Sie mich bloß nicht jetzt irgendwie. Zacher, Sie haben es ja gerade auch gesagt, Sie haben es ja geraucht und Sie haben ja auch viel schwerere Drogen genommen, haben ja auch genug Ärger damit. Ich habe Wissen, was ich genommen habe. Ich wollte von Ihnen vor allem wissen, von meinem Arzt habe ich damals Valeron gekriegt. Vor 40 Jahren habe ich mir von meiner ersten Garage einen Porsche gekauft und dann habe ich Morphin in jeder Tablette, gucken Sie mal rein, was auf dieser riesigen Nebenwirkung da steht. Da sind überall synthetische Morphine drin. Das ist zum Beispiel das Ding. Wir müssen aufpassen, dass gutes Zeug auf dem Markt ist, dass die Jugendlichen ab 21 nicht irgendwo hingehen können, wo sie diese tödlichen Drogen... Herr Zacher, ich wollte Sie eigentlich mit Ihrer persönlichen Erfahrung abholen. War für Sie Cannabis eine Einstiegsdroge oder nicht? Nee. Wozu? Wofür? Also das Thema Einstieg, um was anderes zu nehmen? Nee, überhaupt nicht. Das gar nicht. Nur mal von den Zahlen. 2-6% aller Cannabiskonsumenten nehmen spätere Härtedrogen wie Opiate und Amphetamine. 2-6%. Selbst 100% aller Abhängigen haben vorher Cannabis geraucht. Aber 100%. Aber was haben Sie vorher genommen? Also wenn wir über Einstiegsdroge reden, dann war vorher Tabak und nicht Cannabis. Also dann ist Einstiegsdroge dann Tabak. Denn fast alle Cannabiskonsumenten haben vorher Tabak geraucht. Und die Einteilung in legal und illegal, die ist natürlich vom Gesetz. Als Gesundheitspolitikerin dürften Sie gar nicht unterscheiden, legal und illegal, sondern da gibt es das Thema Drogen, das ist schlimm genug. Und das Thema Drogen macht nicht bei irgendeiner rechtlichen Grenze halt, sondern dann ist die Einstiegsdroge Tabak geraucht in fast alle Kanne, bis auf die Keksesser. Herr Büscher hat doch mit jungen Menschen zu tun. Sie können es doch bestätigen oder nicht, ob es eine Einstiegsdroge ist oder nicht. Ja, also bei uns fangen die Kinder mit sage ich mal, 11, 12 Jahren an zu kiffen, was natürlich absolut... Wann fangen Sie an, Zigaretten zu rauchen? Zigaretten zu rauchen, sehr jung. Ja. Also wir haben Alkohol, kann man sagen, fangen die meisten mit 8, 9 Jahren an, regelmäßig zu trinken. Na, überleg mal. Das, also wir haben da in Anführungszeichen ein Buch sehr hart recherchiert. Das ist heute, nur um das Beispiel noch mal zu nennen, heute trinken 10% aller 10-jährigen Kinder mindestens einmal in der Woche 5 bis 6 Gläser eines hochprozentigen alkoholischen Getränks. 10% aller Kinder, aller 10-Jährigen. War eine Untersuchung einer großen deutschen Krankenkasse. Und was natürlich viele Kinder auch nehmen, sind Pillen. Die haben kein Geld, eine Pille für 30 Euro zu kaufen. Also kaufen sie in Polen 30 Pillen für 1 Euro. Das heißt, es wird schon relativ viel durcheinander probiert. Das können sie aber nur lösen, indem sie wirklich, und da haben wir viel zu wenig, wenn sie heute sehen, ein Mitarbeiter eines
Jugendamtes, denke ich, in Berlin-Hellersdorf betreut 100 Kinder. Da kann das nicht funktionieren. Das haben wir ja jetzt auch in mehreren Fällen gesehen. Wir brauchen einfach mehr Sozialarbeiter. Von mir aus könnte alles abschaffen. Alkohol, Zigaretten, alles. Frau Vogelsang, ich wüsste es von Ihnen gerne ganz konkret nach Ihrer Einschätzung. Was ist gefährlicher, Cannabis oder Alkohol? Ich möchte nicht den Teufel mit dem Belzebub vergleichen. Sowohl Alkohol ist schwer gefährlich, als auch Cannabis ist gefährlich. Ganz eindeutig. Und es ist belegt von Gutachtern, von Ärzten. Medizinische Erkenntnisse sagen, dass es schwerste psychische Schäden mit aber sich bringt. Aber Sie wissen natürlich, dass Sie mir jetzt die Anschlussfrage aufgedrängt haben. Warum ist das eine erlaubt, das andere verboten? Weil wir den Verbot von Cannabis seit 1929, glaube ich, in unserer Rechtsordnung 37. haben. Ja, oder 37, das will ich Herrn Ströbele zugestehen, dass er das vielleicht exakt besser weiß. Aber seit genau dieser Zeit haben wir auch immer wieder die Diskussion darüber, ob wir das nicht legalisieren oder nicht. Aber Sie sagen mir nicht als Argument jetzt ernsthaft, weil es seit 75 Jahren so ist. Nein. Wir haben den Cannabiskonsum nicht in unserer Gesellschaft verankert. Und das ist gut und richtig so und das soll so bleiben. Bei 3 Millionen oder 4? Beim Alkoholkonsum, beim Alkoholkonsum haben wir eine über 100, 150 Jahre angewachsene, geprägte Struktur. Es gibt ein gesellschaftliches Bild. Und ich bin auch klar, wie Herr Ströbele, für den Verbot für Alkohol zum Beispiel. Sie kämpfen ja auch gegen Alkohol. Das ist ja, genau, Sie setzen sich ja da ein. Wobei man sagen muss, dass die Bundesregierung als Fernsehwerbung für Alkohol darf nicht geworben werden. Aha. Und ich bin auch für ein klares Verbot von Alkohol unter 18 Jahren. Definitiv. Es ist einfach schädigend für die Zukunft von Menschen. 21. Wir haben für eine Buchrecherche im letzten Jahr haben wir recherchiert, dass die Bundesregierung zum Beispiel für 70 Millionen Euro im Jahr alle Restbestände der Brandweinindustrie aufkauft. Das heißt also, die Bundesregierung subventioniert die Brandweinindustrie seit der Weimarer Republik. Und das ist gerade im letzten Jahr verlängert worden bis zum Jahr 2015. Das ist pervers, oder? Das ist pervers. Liebe Frau Kollegin, Sie haben Ihr Statement gerade vorhin angefangen mit dem richtigen Satz, Alkohol ist gefährlich. Ja. Wie kommt dann Ihr Fraktionsvorsitzender Kauder dazu, sich in der Bild-Zeitung damit zu rühmen, dass er jeden Tag drei Weißbier trinkt und noch behauptet, das sei gesund, das würde der Haut gut tun und damit würde er gut leben. Das heißt, Alkohol wird nicht nur geworben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sondern Alkohol wird geradezu hochgejubelt. Wenn Sie Ihre Kollegen, die jetzt aus Köln vom Karneval zurückkommen, wenn Sie die fragen, was habt ihr da gemacht, dann werden Sie ihnen strahlend erzählen, wie viele Tage Sie da betrunken gewesen sind. So. Verstehen Sie, in der Gesellschaft wird diese Sucht und dieses gefährliche Suchtmittel wird geradezu hochgejubelt und da sagen Sie nichts. Ich habe keinen Ton von Ihnen gehört, aber wenn es darum geht, dass jemand mal eine Tüte rauchen will, dann sagen Sie, das muss alles verboten werden bis auf 0 Gramm. Also ich habe einen sehr klugen und engagierten Fraktionsvorsitzenden, den ich wirklich bewundere. Ja. Aber solche Äußerungen sollte er besser lassen. Aha. Erstens. So. Ja. Das ist einfach nicht förderlich. Nee, die ganze Zeit möchte Herr Tempel ein Missverständnis aufklären. Es gibt ja ein großes Missverständnis auch am Tisch. Es wird immer so getan, beim Alkohol haben wir es ja, das geht durch die komplette Bevölkerung. Ja. Also nicht nur der sozial Schwache sozusagen hat mit Alkohol ein Problem. Ich bin vor einigen Monaten mal angerufen worden, ganz aufgeregt, da hat sich ein Bundestagsabgeordneter geoutet, dass er ein Alkoholproblem hat. Da habe ich nur gesagt, ja, sehen Sie, das geht halt quer durch, also vom Arzt über den Polizisten, Politiker bis hin zum Arbeitslosen, zum Rentner. Beim Cannabis ist das durchaus ähnlich. Sicherlich in den neuen Bundesländern, da gab es auch mal so eine Grenze, eine Generation, die ist damit nicht aufgewachsen. Da ist das anderes. In den alten Bundesländern haben wir das quer durch alle Generationen. Also in vielen Veranstaltungen, die ich jetzt gerade in den letzten Monaten zu dem Thema hatte, da sitzen auch mal 60, 70-Jährige mit Cannabis-Erfahrung, die auch Fragen haben, die im öffentlichen Leben standen, Lehrer, Verbeamtete.
Herr Tempel, was Sie hier erzählen, wäre es nicht sinnvoller, wenn die Linkspartei gegen den laxen Umgang mit Alkohol kämpfen würde, statt zu sagen, ja, mit Cannabis soll genauso lax umgegangen werden? Wir auch. Ich bin ja 70. Ich komme von der Polizei und habe gelernt, eine Maßnahme, also staatliches Eingreifen muss Verhältnis, also auch geeignet sein. Es gibt eine UN-Kommission, Global Commission of Drug Police, Kofi Annan zum Beispiel. Auch die haben gesagt, der Kampf gegen die illegalen Drogenkartelle ist gescheitert. Also es funktioniert nicht. Und ich sage, wir können dreimal so viele Polizisten einsetzen auf der Straße. Muss mir jeder überlegen, ob man das will. Aber die würden dem Problem nicht Herr werden. Nee. Wie die Alkoholprohibition seiner Zeit. Es funktioniert nicht. Das Verbot funktioniert einfach nicht. Und das muss man irgendwann mal angeben und wieder in Sozialarbeiter, Lehrer und andere Ressourcen. Genau. Und Herr Zacher hat einen neuen Bart und kratzt sich die ganze Zeit am Bart, weil er was sagen möchte. Nee, weil es auch kann. Ich hab jetzt noch nie einen Bart getragen. Ja, ja. Ich wollte auch nicht über Ihren Bart reden, aber nee, es geht eigentlich im Grunde genommen, ich bin gegen alle Drogen. Also das Tollste, was es ist, die eigene Energie zu mobilisieren. Ich mache seit 30 Jahren, mache ich jeden Tag meditiere ich und mache Yoga. Ich bin wert 71, ich bin fit wie ein Turnschuh. Und wie haben Sie den richtigen Umgang mit Drogen gelernt? Indem ich aufgehört habe. Und wie sind Sie zu der Erkenntnis gekommen? Ich habe ja eigentlich, wie Sie immer denken, ich habe eigentlich nie Drogen, ich habe nie getrunken in meinem Leben. Doch mit 16, da war, sonst wüsste kein Mann. Aber, und dann, ja, ist mein Ernst. Und dann habe ich früher, in den 70er, habe ich mal geraucht, wie alle, gekifft. Aber ich habe gemerkt, dass das, wenn du das dauernd machst, ist auch langweilig. Ja, das ist mein voller Ernst. Ja, wie alle Drogen eigentlich. Am besten ist, die beste Droge ist, 3 Liter Wasser am Tag trinken. Nee, die Frau, das kann ich Ihnen auch empfehlen. Ja. 3 Liter Wasser trinken. Und 5 Kilo, ist mein Ernst, das mache ich jeden Tag. Und 5 Kilometer spazieren gehen am Tag. Das mache ich auch. Sie beiden werden heute nicht mehr enge Freunde werden, aber doch. Da können Sie dann noch zustimmen. Ich habe sogar Spaß daran, Herrn Zacher manchmal in irgendwelchen Filmen zu sehen. Aber deswegen muss ich ja seine Position teilen. Nee, aber ich meine, wenn er sagt, Droge ist Yoga und Wasser, da können Sie doch mit leben. Ich würde mich auch viel lieber jetzt hier mit dem Herrn Tempel von den Linken über einen Antrag streiten, wie ich das hinbekomme, dass die Menschen, die schwerst cannabisabhängig sind, mit schwersten gesundheitlichen Störungen, diejenigen, die danach Kokain und Heroin abhängig geworden sind, wie wir diesen Menschen helfen. Ja, wenn dafür ein Antrag vorläge von den Linken, den würde ich mich viel lieber beschäftigen. Also der erste Schritt, denen zu helfen, ist, sie erstmal aus der Kriminalität rauszuholen. Genau. Also wer Hilfe annehmen will, der muss sich heutzutage erstmal als potenziell Krimineller outen. Das ist, viele Ärzte sagen, das geht übrigens auch in die anderen Bereiche der Drogen, wir kommen zu spät an diese Konsumenten, an diese Patienten ran. Zu spät. Das ist eins der schwerwiegendsten auch Nebenwirkungen. Man spricht von unbeabsichtigten Schäden durch Argument, die Kriminalisierung. Das gleiche Argument, Herr Tempel, würde auch bei Kokain oder Heroin gelten. Ja, und Alkohol auch. Und das wollen Sie ja dann doch wohl wirklich nicht legalisieren. Der Ansatz dazu, Cannabis zu legalisieren, führt dazu, dass wir einen viel stärkeren Einstieg in diese noch damit hier jeder noch einmal zu Wort kommt, mache ich jetzt einen kompletten inhaltlichen Bruch und komme mit einem etwas merkwürdigen Zitat aus dem Hintergrund: müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, 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 Tor. Sie kennen das, das ist von Herbert Zimmermann von 1954. Tor, Tor. Und was viele von Ihnen nicht wissen, dieser Herbert Zimmermann ist der Onkel von Christian Ströbele gewesen. Also der hatte die Leidenschaft auch für Gras, wenn man so will, also für einen grünen Rasen. Wenn ich dieses Geld, jetzt ein Halbsatz für Sie, wenn ich dieses Geld, was Sie da aus den Tantiemen bekommen, für den Kampf gegen Drogen einsetzen müsste, was würden Sie damit machen? Ja, das würde ja überhaupt nichts bringen, weil da gar kein Geld mehr reinkommt, weil die Rechte längst abgelaufen sind. Sondern wofür würden Sie aber Geld einsetzen? Nein, Sie könnten Cannabis entkriminalisieren, legalisieren und mit Steuern versehen, wie bei Zigaretten und Alkohol, würden Sie sehr viel Geld erlösen und könnten dieses Geld zielgerichtet in Drogenprävention investieren. Haben wir. Herr Büscher, Ihr Halbsatz. Wenn Kollegen auf einer Party den Joint kreisen lassen, dann werde ich... Oder ist jetzt eine gute Frage? Natürlich, man sollte es weiterlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob ich mal dran ziehen würde, kann ich nicht genau sagen. Aber es wird mir keinen Spaß machen, da ich kein oder nur mal wenn ein Partyraucher bin. Herr Tempel, nur ein kurzer Halbsatz. Drogenerfahrungen haben nach meiner Einschätzung in der Bundestagsfraktion der Linkspartei wenig Spielraum. Frau Vogelsang, wenn mich jemand auffordern würde, einen Joint zu drehen, dann?
Hätte ich vor 20 Jahren vielleicht überlegt, mit dem, was ich heute weiß, würde ich anfangen, darüber nachzudenken, wie ich ihn davon überzeugen kann, nicht mehr das Zeug anzupacken. Und Herr Zacher, wenn ich auch in jungen Jahren in meinem Leben nie Drogen genommen hätte, dann wäre ich glücklich. Das war klipp und klar vom heutigen Dienstag. Sie können die Sendung morgen früh noch mal sehen um 8:55 im RBB Fernsehen oder auch im Internet rbb-online.de. Wäre schön, wenn Sie jetzt dabei bleiben. Weiter geht's mit RBB aktuell und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank, schönen Abend noch. Dankeschön.